Die norddeutschen Küstenländer sprechen sich angesichts stark steigender Energiekosten für eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Preiszonen beim Strom aus. Laut Welt am Sonntag wollen sie so für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Energieminister von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein führen an, dass ihre Länder durch den Ausbau der erneuerbaren Energien seit Jahren die Hauptlast der Energiewende tragen. Es sei Verbrauchern und Wirtschaft im Norden nicht mehr zu vermitteln, dass sie durch hohe Netzentgelte stärker belastet würden. Die Betreiber erheben Netzentgelte für den Ausbau, den Betrieb und Erhalt des Stromnetzes. Sie sind Bestandteil des Strompreises und machen etwa 22% aus. Sie sind da am höchsten, wo die meisten Investitionen getätigt werden. Und das sei im Norden, so die Energieminister. Wir stehen vor dem größten Umbau der Energieversorgung. Wir werden ja zukünftig vor allen Dingen im Norden große Mengen an Energie erzeugen, also Offshore-Windenergie. 70 große Offshore-Windparks entstehen. Und jetzt müssen wir doch klären, werden wir zukünftig noch mehr Leitungen bauen, um den Strom in den Süden zu bringen? Oder müssen wir nicht auch volkswirtschaftlich mehr Wertschöpfung in den Norden bringen? Die Niedersachsen werden bei einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden mit 408 Euro Netzentgelt belastet. Die Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern mit 502 Euro pro Jahr und die Schleswig-Holsteiner mit stattlichen 579 Euro. Die Bayern hingegen zahlen 390 Euro pro Jahr Netzentgelt. Mit einer Netzentgeltstaffelung könnte für Bayern ein Standortvorteil wegfallen. Was das Absurdeste ist, Bayern zahlt 9 Milliarden Länderfinanzausgleich. Die norddeutschen Haushalte werden überwiegend mit bayerischem Geld finanziert. Ich finde, man sollte jetzt hier nicht versuchen, Nord gegen Süd auszuspielen. Und derjenige, der anderen so viel Unterstützung gibt wie die Bayern, den dann anzugreifen, das ist schon sehr unfair. Nun, das eine hängt mit dem anderen nun aber in keiner Weise zusammen. Da wird vielleicht eher schon ein Schuh draus, wenn man darauf hinweist, dass die in Niedersachsen und den anderen norddeutschen Ländern produzierte Energie am Ende vor allen Dingen auch in Süddeutschland ankommt. Kritiker weisen seit Jahren darauf hin, dass Regionen, in denen viel in erneuerbare Energie investiert wird, über Gebühr finanziell belastet werden.